Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate to the Games zu unserer Opening-Reihe zum neuen Set Pokémon Karmesin und Purpur Entwicklungen in Paldea. So, letztes Blister Pack mit Knattox als Promokarte ist am Start und ich muss echt sagen, nicht nur, dass wir so eine gute oder so gute Karten gezogen haben im Display-Opening, es war schon ein ganz, ganz wildes Opening dieses Mal, denn wir haben schon wirklich sehr viele gute Karten gezogen, sehr viele Full Arts, sehr viele nice Holo-Karten. So, Code-Karte ist am Start und wir haben unsere drei Start-Pokémon, Pflanze, Feuer und Wasser, und ich habe mit Feuer angefangen, deswegen ist Feuer mein Way to go als Lux-Pack und wir haben die Alternative Artwork Full Art EX davon, also von daher, wir schauen mal, was wir vielleicht jetzt noch ziehen können. Wie immer alles in der Beschreibung verlinkt, genauso wie die Social Media Profile, also wenn ihr Bock habt auf Gewinnspiele oder auf Social Media Infos, guckt da vorbei und wir starten rein mit Legios, Pummeluff, Lip, Girafarig, Kryospino, Morbites, Pinio, ein Reverse Superball, ein Reverse Frostpino und ein Holo Agiluza. Ich muss gerade echt lesen, ich hatte gerade echt kurz Aussätze. Agiluza, sehr cooles Pokémon, habe ich in meinem Run auch gespielt, weil ich es sehr cool finde. Und die Holo hatten wir tatsächlich in den ganzen Openings bis jetzt noch gar nicht. Also wir haben eine neue Holo für die Sammlung. Gefällt mir, finde ich gut, ich mag Holo-Karten. Habe auch einen sehr großen Ordner mit Holo-Karten. Also von daher, let's go. Zweites Pack. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Und wir gehen rein in das Merrill. Wingull. Tanza. Forgita. Toxiquack. Kommandutan. Elektroball. Kampf Ole. Okay. Als Reverse. Oh, da ist die nächste Alternative Artwork Karte und die sieht so gut aus. Chongqing EX vom Typ Pflanze mit 230 KP und der Attacke gieriger Efeu. Zweimal Pflanzenergie, einmal farblos. Diese Attacke fügt einem Pokémon auf der Bank deines Gegners 60 Schadenspunkte für jede von deinen Gegner genommene Preiskarten zu und die Waldexplosion 220 Schaden für dreimal Pflanzenenergie und einmal farblos. Und zum Schluss haben wir noch eine Scarabacas Holo. Oh Leute. Das ist eine Ausbeute, die ist wild. Die ist richtig, richtig wild. Also eine Alternative Artwork in einem Blister hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Das gefällt mir schon mal sehr gut und ich mag diese legendären Pokémon, die vier. Denn die haben echt Style. Und die Alternative Artworks davon sehen einfach nur richtig cool aus. So, unser Glückspack, letztes Pack für dieses Opening. Haben wir nochmal richtig Glück? Ich hoffe, es wäre so gut. So, Superball. Reluk. Quax. Forgita. Fiaro. Scarabon. Voltrian. Larvitar als Reverse. Leute, es ist wild. Es ist wild. Wir haben Feliospa als Alternative Artwork. Und die sieht so gut aus, Leute. Die sieht so gut aus. Und zum Schluss haben wir noch eine EX, ein Bylonda EX vom Typ Wasser mit 320 KP. Mitreißender Tanz, 60 Schaden, einmal Wasserenergie. Tausche dieses Pokémon gegen ein Pokémon auf der Bank deines Gegners aus. Nee, tausche dieses... Boah, Leute, ey, es ist so warm draußen. Tausche dieses Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank aus. Während du das machst, wechsle das aktive Pokémon deines Gegners auf seine Bank aus. Der Gegner wählt das neue aktive Pokémon. Und Spiralschuss, 32 Schaden für einmal Wasser, einmal Farblos Energie. Nimm zwei an dieses Pokémon angelegte Energien auf deine Hand. Ja, Leute. Ich kann mich nicht beschweren, das ist eine Ausbeute gewesen in diesen Openings, die ist richtig, da fällt mir gerade noch eine Karte runter, die ist richtig krass. So, tüten noch unsere Feliospa ein und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Openings wieder zu machen. Und ansonsten, guckt auf Social Media vorbei, ihr könnt gerne liebe Grüße da lassen von YouTube, wenn ihr da vorbeiguckt.
Ich wünsche euch sehr gute Pulls bei den Openings und bei euren Produkten, die ihr gekauft habt. Es ist wirklich ein cooles Set, gefällt mir sehr gut. Gerade die legendäre Pokémon finde ich sehr cool und die Shop-Pokémon. Und ansonsten, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.